Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Hoch Bergmann, dem LS19 Multiplayer Projekt mit Pascal. Ich bin gerade übel verwirrt, weil ich das irgendwie schon ewig nicht mehr gesagt habe. Ich bin total, naja, egal. Macht ja nichts zu Sache. Kommt uns die letzte Aufnahme ewig lange vor, obwohl es eigentlich auch nicht länger her ist, als sonst, wenn wir aufnehmen. Ja. Weil wir sagen immer in der Regel 2 Folgen am Stück aufnehmen und so ist die letzte Aufnahme in der Regel immer so 2 Wochen halt eben her. Ich habe irgendwie. Kommst du was irgendwie länger vor diesmal? Ich hab in letzter Zeit zu viele andere Spiele gespielt als LS19. Dadurch ist es irgendwie übel ungewohnt, jetzt hier drin zu sein. Okay, aber das macht eigentlich nichts zur Sache, ne? Wir machen weiter, ich dünge weiter. Da bin ich in der letzten Folge stehen geblieben, wo ich diese Folge jetzt wieder weitermachen werde. Denn all unsere Felder müssen gedüngt werden. Aber waren es alle? Ich glaube doch, alle müssen gedüngt werden. So war es ja. Na Ente, ich bin auf dem Scheißhaufen. Gut. Und ich glaube, wir hatten auch teilweise mit Unkraut zu kämpfen, aber ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge entfernt, das Unkraut. Ja genau, da hatten wir dann extra eher umgefüllt alles. Ach, und ich sehe gerade hier auf Feld 5 bei den Kartoffeln, da spawnt gerade Unkraut. Chunk für Chunk. Okay. Lustig. Also müssen wir noch einen kurzen Moment warten, dann können wir wieder zurück umfüllen, wie wir es in der letzten Folge schon gemacht haben. Ach stimmt, das war das. Ah, jetzt richtig, da hatten wir ja umgefüllt da. Also wenn ich hier fertig bin mit Dünge auf den ganzen Feldern, dann können wir auf Feld 5 nochmal spritzen anscheinend. Ich glaube Feld 7, da hat man Unkraut, da hat man jetzt schon gespritzt. So, und was willst du so machen heute, Tobi? Gerade bin ich in der Bäckerei. Man kennt es. Nö. Aus dem Weihnachtsvideo. Ja. Erster Shot, Tobi in der Bäckerei. Hat jemand gut geschnitten? Hey. Stinkt gerade irgendwie hier. Verdicht nach Eigenlob, egal. Gott. So ruhig heute die Folge. Ja, es ist verdammt ruhig irgendwie. Es ist nicht laut, es gibt keine Aufregung. Ja. Übrigens, wir haben immer noch ein paar Heuballen hier auf der Wiese, die ich gerade die ganze Zeit beim Düngen hin und her schiebe. Sehr schön. Einen schönen Schrockenmehlsack. Wie ich auf Schrockenmehl komme. Ich soll die Knetmaschine vielleicht auch noch anschalten, wenn ich sie befülle. Wäre eine Idee, oder? Wäre eine Idee, könnte man machen. Lass mich mal überlegen. Ich wollte das Fass aufräumen. Wo packen wir denn das Fass hin? Weißt du da schon? Keine Ahnung. Oder welches Fass denn? Das lange graue. Pass auf, dann packen wir das entweder dahin, obwohl die eigentlich brauchen wir das ja nur auf dem Hof hier. Guck ich mal. So ein schönes Fleckchen dafür, wo es am besten hinpasst. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Nebenhof Fässer haben. Ich glaube nicht, aber. Ich war auch die ganze Zeit mit Tastatur, ne? Hat er nicht mal sein Lenkrad angeschlossen? Ja, angeschlossen ist es. Ich sitze auch im Stuhl, aber. Aber nur 21.000? So wenig? Jetzt bin ich schon wieder zu weit gefahren. Okay, sorry Leute dafür, dass wir alle gerade so lost sind. Ja, alle? Du? Ja, ich drück schon wieder F4 für Kameraperspektive Wechsel. Ja. Was machst du denn? Wollen wir den Sendeplan nicht doch mal überarbeiten und mehr LS reinbringen, dass du dich für LS gewöhnst, oder? Na, ist ja nur noch einmal die Woche, ne? Ja. Aber wie gesagt, den Trailer und alles dafür seht ihr heute 17.30 Uhr, da kommt das raus, also der Trailer. Um 17.45 Uhr kommt noch ein kleines Erklärvideo dazu. Jetzt muss ich mir das nur notieren hier. Ja, das ist hier oben auf dem i verlinkt. Und Tobi hat sich die neue Aufgabe gemacht, also hier oben auf dem i verlinken, sich zu notieren und das einfacher haben. Damit ich es einfacher habe, ja. Ja, stimmt, weil Tobi macht mittlerweile den Großteil der Infokarten oben und so dann sofort. Sorry Leute, dass sich hier gerade nichts bewegt. Keine Versuchungsweise dann gleichzeitig zu machen. 4 Minuten Trailer.
Genau, und da wir auch gerade von Lost in Space geredet haben und dass ich gerade F4 drücken wollte für Kameraperspektiven wechseln, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in letzter Zeit mehr Star Citizen als LS19 gespielt habe. Könnt ihr euch oben auch auf dem i anschauen. So, direkt nochmal notieren. Ach ja, also das hat der Junge wirklich viel zu viel gespielt. Wir haben schon wieder ein bisschen vorproduziert, sag mal so. Bisschen? So bist du gar nicht. Ja doch. Für diese Woche jetzt hier, wo die Folge rauskommt, die Folge ist bereits fertig. Und für die nächste Woche hast du jetzt auch schon was aufgenommen. Aufgenommen? Ne, ja, das ist einfach so ein kleiner Bonus. Ja, oder also... Was ich mal abends gemacht habe, hier... Irgendwie so ein etwas größeres Gefecht, sagen wir mal so. Mit 10 anderen Leuten unterwegs gegen ein riesiges Schlachtschiff. Wenn ihr gespannt seid, schaltet nächste Woche Freitag 17.30 Uhr ein bei Star Citizen. In der Folge 19? Ja, 19. 19, ja genau. Ja gut, so, ich bin schon bei Feld 4 hier am Düngen. Vor allem Nachbarn haben wir ins Feld fast rein. Ja, beim Wenden. Das passt schon. Das ist nicht so schlimm. Wir haben einfach jetzt gerade nur beim Wenden mit den hier langen Armen von der Spritze einfach den gesamten Mais, was ist da alles komplett umgeknickt. Echt mal. Weißt du, wo wir den, den Abrollcontainer? Abrollcontainer? Wuppertal, Emergency Wuppertal hat auch zu viel gespielt. Wo den was? Du machst weiter dann, ne? Fetchy gesagt, 640. Wuppertal. Ich schreibe nur noch die Zeiten auf, ich höre es dann ja. Ja. Nee, also was haben wir wo? Den Autoload-Anhänger. Klingt doch so ähnlich, oder? Ja, fokussierter Autoload-Anhänger, egal. Wo der ist, also vormals im Schweinestall drinne. Ja, da ist jetzt nicht mehr. Gute Frage, wo der jetzt hinkommt. Schnell mal zum Gras-Equipment da am Kuhstall, würde ich behaupten wollen. Was? Wo wir hinstellen? Ja. Nee, ich will den ja herholen. Ich weiß nicht, wo der ist. Also, ob ich weiß, wo der ist? Du fragst mich Sachen. Kenn ich mich hier auf dem Wurf aus, oder was? Ich spiele hier nur seit über 80 Folgen mit, euch, ich kenn mich doch nicht aus. Ich bin mitten in der Kuh gespawnt. Okay, das ist komisch. Wo ist denn hier der Anhänger? Ja, was, der sich hier auskenne. Ja komm, steht auch noch so ein Viehtransporter drin, den fahren wir auch gleich mal weg. Gut, also wird das eine Aufräumfolge, oder wie? Jo, so ungefähr. Eine ne Aufräum- und wo steht was Folge? So. Ist auch witzig, dass die Spiegel immer noch nicht funktionieren. Ich hoffe im LS 21, 22. Im nächsten LS, sagen wir es auch mal so, im nächsten LS. Gibt es dann hoffentlich mal funktionierende Spiegel. Von Anfang an. So, jetzt noch mal ein bisschen Mais niedergemäht vom Nachbarn beim Wenden. Na gut, kann ja nichts machen, wenn sein Feld so nah an meinem dran ist, ne? So an unserem. Ich wollte schon sagen. So, Leute, wenn ihr wisst, wo dieser Autoload-Anhänger ist, den schicke ich euch in Star Citizen 5000 UEC, ey. Eieiei. Oder ihr seid einfach hilfsbereit und schreibt es uns so, ohne 5000 UEC haben zu wollen. Das wäre natürlich extrem nett von euch. Weil, wenn wir schon keine Ahnung mehr haben, wo was steht, dann müsst ihr halt eben die Ahnung haben. Oder wir müssen die letzten Folgen selber durchforsten, wo wir den hingehen. Das haben wir aber in keiner Folge gezeigt, das haben wir in der Vorbereitung wahrscheinlich gezeigt. Oder in der ersten Folge, wo wir den neuen Hof vorgestellt haben, wahrscheinlich, ne? Unter welche Kategorie fällt der? Welche Kategorie? Traktoren oder so, Anhänger. Was gehört er da? Ein Anhänger. Haben wir einen? Nee, haben wir nicht. Wir haben gar keinen. Weil die Autoload-Mod letztens doch rausgeflogen ist. Also haben wir keinen. Ja gut.
Stimmt, deswegen mussten wir ja auch bei Red vs. Green Ja, Bier da war was. machen. So, Tobi, darfst du noch was mit Tieren? Ach, scheiß drauf. So, da gibt es für sich 17.500 € für uns, damit wir uns neue Autoständer kaufen können. Weil der gehört uns schon mal, der Der sitzt ist halt eben nur, weggepackt. der ist halt einfach jetzt nur verschwunden, Weggemoddet. weil die Mod irgendwie raus ist. Ach, stimmt, das war, weil ich die umbenannt habe. Richtig, Tobi hat da in der Mod-Datei rumgespielt und Ich wollte dann. mal meinen Ordner ordentlicher machen. Es gibt so manche Modder, die nennen ihre Mods sonst wie. Die passen dann gar nicht zum Rest. Ja, aber eigentlich ist es ja FS19 Ja, Unterstrich und aber danach der halt nicht alle. Modname. Zum Beispiel der Autoload, der Ja. hieß irgendwie anders. Aber die meisten Modder benennen halt eben ihre Mods ordnungsgemäß, aber einige halt eben auch nicht. Das ist so, das nervt Tobi. Ich stehe so ein Wasserbottich hier irgendwie am Feldrand, an dem ich jetzt festhänge. Hört auf diesen coolen neuen Sound, ey. In den letzten Folgen nicht hören konnte, weil Tobi in In der der letzten Audio Folge Mod war er wieder falsch. da. In der letzten, aber in den Folgen davor. Ja. Hör dir diesen tollen Modersound an. Ja, ein Stille. schönen Rauschfilter drin, ne? Ja. Der Ey, Rauschfilter, dafür der muss den ich OBS gesamten echt Spielsound loben. entfernt. Wirklich. Also Respekt, die dass Lautstärke wirklich ist ziemlich gut. sämtliche Motorgeräusche rausgefiltert Na, wie gesagt, der Red Hot Screen hatte ich jetzt auch Bohrmaschinengeräusche, hat es auch rausgefiltert, komplett. Da Props an OBS gehen raus. Was Dass der hatten wir hier? Rauschfilter so gut Rundball, ne? funktioniert. Ja. Es sind Rundballen, ja. Das weiß ich doch nicht mehr. Ah, da hinten sehe ich dich fahren. Siehst du auch mich? Am anderen Horizont? Nee, weil ich gerade auf die Karte gucke. Auf die in Ja. auf du weißt schon. Nie beachtet er mich. Wie hat mein Auto Leute mal angeschaltet? Guck ins Naja, ich F1-Menü. guck gerade. Da war was. Stimmt, Übrigens, was, ja. Tobi, hier am Feld 4 steht so ein Auto mit einem verdächtigen Blitzkasten drin. Nur so als Hinweis fürs Ah, nächste okay. Mal. Ähnlich wie letztes Mal, ne? Na, steht ja an diesem Bäumchen da, weißt du? Hier beim Feld 4. Das ist so eine Baumgruppe, ja. Da steht er drinne, versteckt. Okay. Nicht, dass es nochmal eine Folge gibt, die wieder heißt, Tobi wurde geblitzt. Wurde mal wieder geschickt. Du hast nur Richtig. die Ballen noch hingekickt. Ich habe es bisher drei aufgesammelt. Hier, sehe Ich ich mal. weiß nicht, wie viele das sind. Meist bin ich drüber gefahren, weil ich war so in dem Ding, dass ich da relativ gut drüber gekommen bin. Die erst mitgenommen habe, ein kleines Stückchen danach drüber gekommen bin irgendwie über die Es Dinger. gibt So auch weit eine habe ich hier nicht Mod. weggeschleudert. Es gibt auch eine Mod, womit man Ballen finden kann. Aber mehr als 4-5 waren es auch nicht. Okay, auf der Straße liegt schon mal keiner. Ey, der Motorsound ist echt gut. Naja. Naja. Fehlt nicht Gut, der irgendwie ein vom Weitere jetzt Sound? nicht so, aber das liegt daran, dass der Weitere halt eben nicht in diesem Sound-Package mit drin ist. Und die John Deere-Dinger, die haben ja durch ihren Mod ja ihren eigenen Sound sowieso bekommen. Deswegen. Aber die müssten, glaube ich, in diesem Sound-Package auch drin sein. Was wir jetzt seitdem drin haben, seit der neuen Mod-Version, seit der neuen Map-Version. Also mehr als 4 finde ich jetzt nicht. Ja, waren bestimmt noch nicht mehr als 4. Ich würde sagen, 4 waren es auf jeden Fall, aber ob es mehr waren, ich weiß nicht genau. Ich glaube eher weniger. Kann auch sein, wie wir es auf der NFM mal hatten, da dass wir dann am Ende irgendwo da im Gebüsch noch einen Ball gefunden haben von vor 10 Folgen. Ach, das war noch Zeit, ne? Wo wir dann der Folge diesen Strohballen noch gefunden haben bei der Maisernte, was es war. Ich drücke jedes Mal F4, um die Perspektive zu wechseln. C, Tobi, C. Ja, ich weiß. Im zweiten Versuch klappt es dann auch, aber. Ach ja. Ach, und Butter habe ich vorher noch angeschmissen.
Das hab ich noch gemacht. Vor der Folge. Gut zu wissen, dass wir auch wieder Buddha haben. Buddha. Ach stimmt, und dann wollte ich... Mit Gedächtnis kommt wieder. Okay, ich weiß dann noch nicht mehr. Du wirst alt, Tobi, du wirst alt. Ah, ich werde alt, ne? So. Merkt es. 4 Heu, 4 Silage, 4 Stroh, 2 Stroh, richtig? Korrekt. Sehr gut. Stroh die Hälfte, die halbe Menge und ansonsten alles gleich. Das waren die 4 Heuballen, die ich gepresst habe. Den Rest haben wir ja. Das haben wir abgezählt. Aufgesammelt. Richtig. Du hast und der 4 Heuballen extra gepresst halt eben für das Ganze, ne? Ich weiß manchmal, wo wir die hingeschafft haben. Die genau, 40% Heu. So, passt. Dann fahren wir zurück zur Käserei, halten dort an und laden Butter auf. Klingt das nach einem Plan? Kann man machen. Wir bräuchten irgendwie nochmal so ein Fahrzeug, womit wir einfach eine größere Menge auch transportieren können. Das ist ja nichts mehr mit dem Gator hochfahren und die Ladefläche von dem selber ist auch nicht. Was ist mit dem Transit? Hat der eine Flach? Du kannst da hinten ja was reinschmeißen. Du kannst hinten was reinschmeißen, aber ich hätte gern flach. Weißt du, was ich meine? So ein Flachbettanhänger hinten drauf. Müssen wir uns mal erkundigen. Okay. Ja, das mal. Notiz auf dem Merkzettel. Nee, machst du. Ich? Ich fahr gerade. Ja, Pech. Ich will kannst dich auch merken, ab. Tobi. So schlecht ist das. Dein Gedächtnis ja noch nicht. Mal das ist auch und sonst muss man so ein Gedächtnisprodukt von einer Pharma-Firma nehmen aus Gingo. Was ich jetzt nicht weiter thematisieren werde, weil wir keine Werbung machen. Was ist das? Klär mich auf. Kennst du das? Nee. Gab's von Ewigkeit mal so eine ganz markante Werbung im Fernsehen. Ich guck nicht so viel Fernsehen. Ich auch nicht, aber damals, als ich Fernsehen geschaut habe, da kamen die noch häufig. Also vor 2-3 Jahren irgendwie. Ja, kam diese Werbung. Gott, lass Hirn regnen, aber was machst du denn Signalbojen dran? Das ist ja auch eine Option. Die Signalbojen sind sehr wichtig. Dass die dabei sind. Was du sollst motivierter sein, Tobi. Bist du ruhig ja, und still? Ja, ich bin, meine Lautstärke schwankt schon wieder. Ich hätte mir eigentlich vorgenommen, dass ich mal in der Folge eine ähnliche Lautstärke jetzt beibehalte, weil es mir irgendwie selber aufgefallen ist, dass meine Lautstärke ziemlich schwankt. Ja. Habe ich beim Schnitt des Trailers auch mitbekommen. Wie du plötzlich mal lauter warst als ich und plötzlich leiser warst als ich. Zwischendurch. Du, die Fässer reichen nicht. Obwohl ich unsere Audio-Level extra angepasst habe. Du, was hältst du davon, wenn wir mal so ein Projekt machen? Einen ganzen Autoload-Anhänger voll Butterfässer. Hochgestapelt. Ein XXL-Butter-Projekt. Ja, mit 10, 20, 10, 20 Buttermaschinen. Du weißt aber, was passiert, als ich mit dem Gator und da hinten was drauf gestapelt und dann da gefahren bin. Ja, aber mit nur Butterfässern kannst du halt viel besser stapeln. Also noch auf dem Paletten. Big Packs waren auch gut gestapelt damals. Ja, damals. Beim ersten Map-Umzug. Die waren auch gut gestapelt auf dem Gator. Da kann man nichts gegen sagen. Heutzutage bin aber trotzdem mehr am Feld 7 umgekippt. So. Aber why not? Guck mal probieren. Mehr als schief gehen kann es ja nicht, ne? Ja, es kann auch eine Katastrophe werden. Das sehe ich trotzdem noch als schief gehen. Ja, okay. Aus dem Auslaufen kann die Buttermeer lässt nicht, also alles in Ordnung. Wenn alles schief läuft, müssen wir dann nur die Butterfässer alle händig wieder von der Straße runterkehren. Chip, chip. Richtig. Also ich bin jetzt mit dem Feld 7 halb fertig mit Düngen. Ja, und ich bringe jetzt Butterfässer Produktivität in Laden.
Ich komme auch gleich auf den Hof zurück und mache erstmal noch kurz einen Abstecher bei Feld 5, wie es jetzt im Unkraut da aussieht. Und dann parke ich auf den Hof wieder ein, wenn nichts ist. Wenn was ist, dann tue ich einfach Dünger auf den anderen. Du kommst her und hilfst jetzt mal mit dem Butterfässer mit. Machen wir Zeit. Könnte ich auch machen. Na, wie gesagt, halbes Feld ist fertig. Ich komme gleich zur Käserei gefahren, wenn du willst. Ja, okay, dann sehe ich jetzt noch kurz Zeit drauf, wie ich hier die Butterfässer rein stapele. Bis ich wieder da bin. Du kannst ja Notiz machen, 20:30. Jo. So, jetzt kommt der Skill mit. Ohne Mittelpunkt. 84, glaube ich. Dass ich ohne Hand oder Mittelpunkt zielgenau die Fässer in die Hand nehmen kann. Da kommt der Skill. Weil er sich die Hand ausgeschaltet hat, ne? Jo. Okay, jetzt habe ich gerade beim Schreiben die ganze Zeit den Dünger noch laufen lassen. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Oh ja. Er haut dann die gute Flüssigkeit einfach so auf den Boden. Das gute Malz. Was? Malz? Wieso Malz? Keine Ahnung. Wir haben keine Gerste fürs Malzwerk. Du kannst auch was anderes reinkippen, das ist nicht das Problem. Ja, wir müssen schon richtiges Gerstenmalz herstellen. Schönes Bier. Oh. Malzbier. Maltose. Kannst du den chemischen Aufbau von Maltose erklären? Haben wir gerade nicht Chemie. Zusammensetzung von unterschiedlichen Kohlenhydraten. Ne? Ich bleib des Öfteren nochmal am Türrahmen hängen, aber ansonsten läuft ganz gut. Eigentlich. Da haben wir wieder einen Hof Bergmann Zeitraffer, ey. Ey, nur ans letzte Fass komme ich nicht ran. Da muss ich drum herum laufen, ne? Tja. Nee, also, ich vermisse irgendwie so ein LKW mit Flachbett hinten drauf. Tja. So einen, den Ansgar hat. Der hat den, glaube ich, ne? Mhm. Dieses Ding. Das ist auch, glaube ich, ein privater Mod. Noch 2,5 Bahn. Ja, Zeitraffer aus bei 23. Gott, ist der kurz. So, das wäre erledigt. Ich parke den einfach mal wieder im Schweinestall, ne? Naja, soll ich einen anderen Platz Schweine kaufen, werden wir mal umparken. Ja, dann soll sich der drum kümmern, der dann da was macht. Also wahrscheinlich wieder ich. Oder im Optimalfall ich natürlich. Ja. Was tun wir dann in der nächsten Folge? Das ist eine gute Frage. Mehr Elan reinbringen? Das auf jeden Kommentare Fall. Lesen. Ich hatte übrigens ein sehr nettes Pläuschchen mit einem Kommentator unter dem der Heavy Duty Challenge. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Der ist da ein Mitfahrer, hat auch sein Instagram-Namen runtergeschrieben. Hm. Also wenn es irgendjemand interessiert, dann kann er sich dann ja. Kann er sich ja mal anschauen. Like Heavy Duty Challenge, Playtest Video. Ja, ist oben. Nicht verlinkt. Nicht verlinkt? Ja, okay. Nee, ich weiß ja nicht mehr die Zeit, das war ja nicht ein Zeitraffer. Okay, ich schreibe einfach rein. Ende ADC. Ey, Alter, 4 Verlinkungen. Ich werd wahnsinnig. Ist das, was ich uns Spiel schon ausnutzen, ne? Eine hätte man übrig, ne? Nein, nee, bleibt dir nicht, weil du auf Bergmann redest. Naja. Richtig. Die sollte jetzt auch irgendwo auf ihr auftauchen. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. War ein bisschen entspannter.
was geleistet. Und mit sehr vielen Verlinkungen. Ja. Aber bis zur nächsten Folge wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danach kriegt ihr einen schlechten Tag, wenn ihr die Folge nicht anguckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.